Ja, ja, dann gibt es Stress. Ja, und dann beschweren sich natürlich andere und sagen. Jetzt haben wir ja gerade eine Situation gesehen, wo Hey Hey in einen Konflikt geraten ist. Brauchen Hunde Hunde? Das ist eine Frage, die sich ganz viele Hundebesitzer stellen. Sozialkontakte, Hundeauslaufgebiet, Hundewiese, ist das notwendig? Ist das gut? Ist das nicht gut? Und dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Denn wir sind unterwegs für euch. Mission, Hunde besser verstehen, Auslaufgebiet Berlin. Auf der Reise zum Auslaufgebiet nach Berlin, Grunewaldsee, haben wir bei Instagram eine Fragerunde gemacht und euch da draußen gefragt, was wollt ihr denn so wissen? Zwei Fragen nehmen wir jetzt einfach hier mal mit rein ins Video. Und zwar, Steve, was hältst du von Fremdhundekontakt? Und das ist so eine Frage, die kann man ganz schwer beantworten. Ich selber persönlich mit meiner Hundegruppe brauche keine Fremdhundekontakte. Aber wenn du zum Beispiel alleine mit deinem Hund lebst, macht das schon Sinn. Aber hier muss man viele Dinge beachten. Und das werden wir heute ja hoffentlich im Auslaufgebiet sehen, wo man einfach sagen kann, hey, die eignen sich nicht. Man muss einfach ein bisschen Körpersprache lernen, man muss sich damit beschäftigen, was hat man für einen Hund, wie ist der so drauf, was kommt da entgegen, gleichgeschlechtlich, was für ein Alter, was für eine Rasse und so weiter und so fort. Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass Hunde Hundekontakt haben, aber es kommt eben drauf an. Die zweite Frage ist, was hältst du von sogenannten Auslaufgebieten, also genau da, wo wir jetzt hinfahren? Und auch hier muss man wieder sagen, kommt drauf an. Es kann sein, dass du in ein Auslaufgebiet, wie zum Beispiel, wo ich in Wien mal war, total klein, total überfüllt, total schlechte Stimmung, Hektik, und da würde ich auf gar keinen Fall reingehen. Wo wir jetzt hinfahren, ist es bedeutend größer, man kann großzügig ausweichen, man kann sich dafür entscheiden, den Kontakt nicht zu wollen und so weiter. Und da kann das schon sinnvoll sein. Aber auch hier wieder kommt es drauf an, wer bist du, was hast du für einen Hund und was ist überhaupt dein Ziel dabei? Hey ihr Lieben, wenn ihr unser Projekt Mission Hunde besser verstehen unterstützen wollt, habt ihr eine Möglichkeit. Und zwar werden wir über Themenprojekt einen sogenannten Spendenpool aufmachen. Das heißt, wir werden jetzt als nächstes zum Tierheim Ködelburg fahren. Da, wo wir damals Finja rausgeholt haben, werden wir hinfahren und hier Hunde vorstellen, das Tierheim vorstellen, einfach eine Geschichte erzählen. Und natürlich wollen wir Spenden einsammeln, um dieses Tierheim dann auch zu unterstützen. Und ihr könnt mit dabei sein. Unter dem Video wird dann ein Link sein, wo ihr draufklicken könnt und 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro spenden wollt. Das wird dann in einem Pool gesammelt und zwar 60 Tage lang. Danach wird es ausgeschüttet und wir nehmen das, was da drin ist und übergeben es dann dem Tierheim Ködelburg oder dem nächsten Projekt, was wir dann umsetzen werden. Ganz wichtig für euch, wir sind kein Verein. Das heißt, das ist natürlich keine 1:1 Spende. Wir können auch keine Spendenquittungen ausstellen, sondern hier werden ganz normal natürlich auch Steuern mit abgehen. Das ist nun mal so. Daran werden wir uns auch halten. Es bleibt alles offen und transparent. Aber wenn ihr dieses Projekt geil findet, dann unterstützt ihr das. Dann werdet ihr Teil von Mission Hunde besser verstehen. Klickt unter dem Video auf den Link und lasst einfach mal 2, 3, 4, 5, 6 Euro da. Vielen Dank und jetzt geht's weiter im Video. So, okay ihr Lieben, wir sind jetzt da. Ich hole jetzt Hey Hey raus. Ich nehme notfalls trotzdem mal eine Leine mit, aber ich habe letztens einen Fehler gemacht. Da bin ich hier angeleint losgerannt. Plötzlich waren überall Hunde, Leinenwirrwarr. Deswegen werde ich ihn jetzt nur vom Parkplatz runterführen, direkt freilassen. Ich habe auch den Gummistock mit, da erkläre ich euch gleich was dazu. Und jetzt gehen wir erstmal los und wir schauen mal, ob wir vielleicht heute sogar mit einem Menschen sprechen können, die hier regelmäßig sind. Ich bin selber aufgeregt, was jetzt hier so passiert. Auf geht's. So, jetzt lassen wir Hey Hey einfach erstmal frei. Und hinter uns kommen schon ein paar Hunde. Irgendwie ist es cool. Ich bin richtig gespannt. Da seht ihr unten schon ein paar Hunde. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Das Geile ist, es ist ein schönes, großes Gebiet. Wasser, Bäume und jetzt gehen wir erstmal. Hey, hey, langsam. Komm gut. Ja? Komm weiter. Sehr, sehr gut. Ja, das ist eigentlich ganz cool hier. Bei kleinen Hunden gucke ich natürlich immer ein bisschen, dass alles nicht so dynamisch ist. Aber hey, hey, macht das sehr, sehr gut jetzt gerade so zum Anfang schon. Jetzt geht es schon wieder weiter. Das ist wie am Fließband hier. Hey, komm mit. Sehr gut. Das heißt, wenn wirklich kleine Hunde kommen, dann will ich natürlich, dass er nicht zu stürmisch ist. Ich lasse das jetzt hier aber auch wirklich zu. Ne? Ich möchte das jetzt wirklich mal beobachten, so wie die anderen das ausmachen. Hey, komm mal her. Hey, hey, komm her. Der Hund hat nämlich eine Ressource. Hey,
Heißt du Hey? Ja, der heißt Hey Hey. Der hört immer nicht, deswegen heißt er Hey Hey. Dreimal Hey. Der Hund hatte eine Ressource, deswegen muss er da weg. Erkläre ich euch gleich warum. Ich habe auch eine mit. Weil ich das beim letzten Mal schon erlebt habe, dass sehr viele Menschen hier mit Spielzeugen spielen, was immer natürlich ein bisschen Konfliktpotenzial hat. Aber da reden wir gleich drüber. Rein körpersprachlich sieht man bei Hey Hey auch so ein bisschen, dass das Nackenfell steht. Seht ihr, dass das so ein bisschen dunkel ist? Das zeigt, er ist natürlich auch ein bisschen gestresst und angespannt. Ist auch normal, sowas kennt er halt nicht. Hier sind halt ganz, ganz viele Hunde übertrieben, hier gerade wie am Fließband. Das heißt, er muss sich ja sehr, sehr viel sozial auseinandersetzen. Und ja, das ist nicht so ohne. Ne? Oh, da war Hey Hey ein bisschen stürmisch. Jetzt sieht man wieder das Nackenfell, wie das steht. Genau, der andere Hund auch. Deswegen werde ich Hey Hey jetzt auch sagen, er soll aufhören. Hey, hey, komm weiter. Ich meine, jetzt kommen wir nachher da unten an so ein Wasser an, das ist eigentlich schon ganz geil. Ne? Cool, das ist top. Ich habe heute nur Hey Hey mit, weil ich heute mich konzentrieren will auf Beobachten, vielleicht auf mit Menschen sprechen. Ja. Und deswegen habe ich nur einen Hund heute mit und guckt ihn mal an. Der hat Schaum am Mund. Ne? Schaum bedeutet, dass er hier auch ein bisschen Stress gerade hat. Das ist normal. Wir können ja jetzt einfach mal so sagen, das Dorfkind kommt jetzt hier in die Großstadt und hier ist richtig viel los, Sozialkontakte. Und deswegen hat er da auch ein bisschen Stress. Also das ist auch so ein Zeichen, wo man erkennt, okay, der hat gerade zu tun. Ne? Wo ist er? Hey, hey, komm mal her. Sitz. Genau, ne? Man sieht jetzt hier so ein bisschen den Schaum an den Lefzen und so weiter. Ja, weil er einfach aufgeregt ist. Aber das ist ja auch okay. Ne? Darf er ja auch sein. Jetzt kommen auch welche hinter uns. Herrlich. Die Stimmung ist eigentlich ganz gut, oder? Also so schöne Stimmung erstmal. Sehr cool. Ja, das ist alles da. Klein, groß, wild, schnell, ängstlich. Das ist spannend. Bisher habe ich noch nicht einen Hund erlebt, der jetzt wirklich dollen Stress hat. Also klar, die haben ein paar Hunde haben schon gezeigt, dass sie das jetzt vielleicht nicht ganz so cool finden, so dynamisch und so weiter. Aber es gehört ja auch zum Lernen dazu. Ne? Es ist ja auch halt, ja, lernen. So sind halt Hunde. Es ist ja wie mit Kindern und Menschen. Und ja, jetzt kommen wir zum Wasser. Ah ja, doch hier kommst du runter. Komm hier mal runter. Ui, das geht, das geht. Ich mach das auch mal. Ja, ich habe erst gedacht, wenn wir hierher kommen, vielleicht ist gar keiner da, aber es ist richtig geil. Ne? Es hört ja gar nicht auf. Hunde, 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 Hunde. Da drüben auch, geiler Hundestrand. Da gehen wir jetzt auch gleich rüber, hier auch. Erstes Zwischenfazit, ich finde es richtig, richtig cool. Ich hatte eigentlich eine Ressource mit, weil viele hier auch mit Stöckern spielen, mit Gummistöckern und so weiter, dass ich auch etwas für Hey Hey habe. Aber für euch da draußen, ihr müsst vorsichtig sein. Wenn Hunde miteinander kommunizieren, so wie jetzt hier, steht gerade plötzlich einer da, muss man halt aufpassen, dass man als Mensch oder das Objekt natürlich keine Ressource, sondern es hier zu Konflikten kommt. Also bitte bedenkt das, achtet darauf, was ihr macht. Ihr braucht immer ein bisschen ein paar Grundvoraussetzungen, dass euer Hund euch zuhört, aufmerksam ist, keine Sachen verteidigt, euch nicht verteidigt. Ansonsten könnte es in so einer Situation halt immer zu Konflikten kommen. Ja? So, und wir gehen jetzt weiter. Hunde gucken. Hey, er hat den Spaß seines Lebens. Also wir waren jetzt hier eine ganze Weile mal so am Wasser, mal so ein bisschen beobachtet. Da kam so ein schöner Labi. Ja, das ist cool. Irgendwie ist es tatsächlich cool hier. Wir haben gerade so alle mal hier gerade so schon so ein bisschen gesprochen. Ich glaube, wenn man hier wohnen würde, ist der erste Eindruck erstmal richtig, richtig cool. Aber jetzt müssen wir mal mit Menschen sprechen. Vielleicht haben die ja auch schon andere Erfahrungen hier gemacht. Wäre auch cool, wenn ihr unter dem Video einfach mal kommentiert. Hey, ich war auch schon mal in Auslaufgebiet und bei mir ist das und das passiert. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Schreibt mal rein. Mein erster Gedanke mit unserem Hund hier natürlich, das ist eigentlich ganz cool. 5 minutes later. Also ich muss auch sagen, wenn ich hier wohnen würde, ich glaube, ich wäre auch permanent mit meinem Hund. Erstmal so die vielen Eindrücke hier, die Hundebegegnungen, man hat hier viele Abzweige, also man muss jetzt nicht unbedingt immer direkt so erstmal für den Anfang wahrscheinlich auf eine Hundekonfrontation aus sein und ja, ist ruhig hier, man wird jetzt nicht so sehr durch Fahrradfahrer oder Jogger gestört, sicherlich wird es sie auch mal geben, aber nee, alles gut. Da wollten wir einfach mal fragen, sind Sie oft hier? Fast jeden Tag. Ja, okay, cool. Warum? Also weil hier das eine wunderbare Kommunikationsplattform für Hunde und für Menschen sind. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Und die Hunde haben zu jeder Jahreszeit Möglichkeit, ins Wasser zu gehen, in den Wald. Das ist Sozialisation, so wie sie sich gehört. Man muss schon festhalten, Samstag, Sonntag ist das Publikum ein anderes. Ah, okay. Vor allen Dingen Sonntag, da kommen die ganzen Leute
weiter her. Und Hunde, die vielleicht auch nur einmal. Die sind nur einmal, werden die hier ausgeführt. Und dann ist wieder eine Katastrophe. Und treffen auf ein Volk, was sie überhaupt nicht kennen, fühlen sich bedroht. Also das ist das schon ist speziell. Oder sind halt voller Erwartungen. Yeah. Sind wild, wenn ich einmal in der Woche, wenn sie nur einmal in der Woche rauskommen, sind sie auch wild. Ja, alles klar. Das sind übrigens zwei Spanier, ne? Wenn ihr müsst Spanisch sprechen. Ach so. Und wir haben festgestellt, wer sich einsam fühlt, soll sich einen Hund zulegen. Und hierher kommen. Und hierher. Na gut, war schon mal der erste positive Eindruck, Feedback von jemand, der hier regelmäßig da ist. Was könntest du vielleicht für Grundvoraussetzungen gebrauchen, um in so ein Auslaufgebiet zu gehen? Als erstes solltest du dir natürlich Gedanken machen, warum willst du hier eigentlich her? Hast du einen Sozialisierungsgedanken? Hast du einen Auslaufgedanken? Auslastungsgedanken? Alles kann Sinn machen. Aber was du drauf haben solltest, ist auf jeden Fall, dass dein Hund dich natürlich schon ein bisschen als Bindungspartner auch sieht. Dass die Aufmerksamkeit, die Ansprechbarkeit einigermaßen da auch hergestellt ist. Dass er vor allen Dingen jetzt natürlich nicht losrennt und alle niedermetzelt und irgendwie angreift. Und dass dein Hund natürlich nicht extrem ängstlich ist und absolut damit überfordert ist, weil er vielleicht schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat. Stell einfach sicher, dass du und dein Hund eine einigermaßen gute Ausgangslage hast und dann nimm zum Beispiel eine Schleppleine mit einem Geschirr, dass du ihn vielleicht auch absichern kannst. Ja? Lass wahrscheinlich Futter und Spielzeug einfach zu Hause, weil es halt einfach zu Konflikten führen kann. Dann heißt es einfach auch machen. Ja? Losgehen, Erfahrungen sammeln und nur wenn es mal ein bisschen ausartet, ein bisschen Konflikte gibt oder ein bisschen Stress da ist, heißt das nicht, dass das schlecht ist. Denn Wiederholung ist das A und O. Hallöchen. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Wir drehen hier heute so ein bisschen Hundeverhalten. Haben Sie positive Erfahrungen hier? Ich habe nur positive Erfahrungen. Okay, sehr schön. Die Hunde untereinander. Ja. Das war früher mal anders. Also okay. Da waren die Hunde nicht so gut erzogen. Ach, sind sie heute besser erzogen? Ja, ich glaube, die Leute gehen mehr zur Hundeschule. Ah, das ist ja cool. Das war früher nicht so. Da gab es manchmal Beißereien. Ja. Selber schon mal persönlich schlechte Erfahrungen gemacht? Nee, also hier eigentlich nicht. Okay, cool. Das war's schon. Vielen Dank. War doch ganz einfach. Ganz einfach. Das passiert, wenn Stöcker im Einsatz sind. Jetzt haben wir ja gerade eine Situation gesehen, wo Hey in einen Konflikt geraten ist. Tatsächlich, während wir versucht haben, wieder Fragen zu stellen, kam es zu einem Konflikt. Das Problem, das ist, was ich zum Anfang schon gesagt habe, wenn jemand hier ist und natürlich mit Spielzeug und seine Hunde stark animiert, gibt es immer mal wieder Konflikte, was aus meiner Perspektive normal ist. Und das ist tatsächlich jetzt mit Hey auch passiert. Na, überall kommen Hunde. Und deswegen auch da immer, ne? Der Konflikt, der passiert ist, das war so ein sogenannter Kommentkampf. Also es ist jetzt nicht wirklich zu ernsthaften Beißereien gekommen, sondern beide haben ganz, ganz stark gedroht und haben gesagt, so geht das hier nicht. Es ging halt um die Ressource Mensch und Stock. Und da sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Hey hat sich von den Menschen quasi einfach animieren lassen. Und das Problem war, dass der andere Hund das da nicht wollte. Und ich war abgelenkt und zack, kommt es ganz einfach zum Konflikt. Nichts Böses passiert. Ich bin dazwischen gegangen, habe ihn rausgenommen. Wichtig war dafür, dass wir danach auch da bleiben, die Situation halt positiv beenden, dass die Hunde trotzdem weitermachen, noch da sind, eben nicht mit dieser schlechten Stimmung auseinandergegriffen werden. Wenn Hunde wirklich tatsächlich natürlich anfangen, sich zu raufen, zu diskutieren und zu kämpfen, ist es wichtig, natürlich ruhig zu bleiben, versuchen, zielgerichtet hinzugehen und die Hunde im besten Fall einfach nach links und rechts rauszuziehen. Klar, wenn einer kommt und dann hier wirft und wirft und wirft, genau. Dann gibt es irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Konflikte. Also das ist bei uns eben quasi gerade passiert. Wenn jeder das Spielzeug haben und dann gibt es Stress. Und dann beschweren sich natürlich andere und sagen, können Sie nicht ohne Spielzeug hierher kommen? Ja. Ja, macht ja auch, also meiner Meinung nach auch Sinn. Ich war letztes Jahr schon mal hier, hatte da nichts mit und dann ist genau dasselbe da drüben passiert. Die haben geschmissen, dann wurden die alle so, na ich dachte, das ist jetzt nicht so ganz so clever. Hatte dann selber ein Spielzeug für meinen Hund rausgeholt. Ja. Da habe ich gesagt, okay, dann haben wir eins und wir gehen einfach weg. Und vorhin hatte ich gesagt, mal gucken, ob das halt wieder passiert. Und vor 5 Minuten hat einer hier Stück und dann, wie oft sind sie denn hier? Ich bin also fast täglich hier, okay. Wenn ich es schaffe. Ja. Jetzt, wo das Wetter so schlecht war, war ich nicht so oft hier. Aber warum aber hier und nicht jetzt zum Beispiel da, wo vielleicht weniger los ist? Weil sie sehr gerne spielt mit anderen Hunden. Sie hat also ein super Sozialverhalten, weil sie kommt ja von der Straße. Für mich ist es natürlich das Nächstliegende. Ich wohne nicht weit von hier. Okay. Ich bin in 10 Minuten mit dem Auto hier. Ja. Und schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht oder läuft es immer gut? Also mit ihr läuft es super. Schlechte Erfahrung weniger, mit Joggern und Radfahrern, die hier dann durch die Gegend, weil sie hat so diesen Jagdtrieb. Das habe ich mittlerweile einigermaßen im Griff, aber noch nicht ganz raus. Und ab und zu rennst du schon noch mal hin und bellt jemanden an und die kriegen den Schreck. Manche reagieren super,
ne, und reden dann mit dem Hund und die wissen dann, ja, wie man mit dem Hund umgeht. Und manche kriegen dann Panik und dann kriegt der Hund natürlich auch Panik und dann, ja, steigert absolut sich das so nach oben. Ja. Ne? Aber sehr, sehr mit schön anderen Hunden und so ist das toll, nur leider hat sie jetzt im Moment wieder eine Phase, wo sie sich nicht anfassen lassen möchte, wenn wir gehen. Ah, okay. Und deswegen muss ich sie leider mit der längeren Leine laufen zum lassen. Einsammeln wieder quasi. Ja, genau. Ja, okay. Aber man sieht ja jetzt, ne, Freude. Für mich sehr stressfrei. Ja, okay. Ja. Wer ist denn das? Also, also, das ist Nala. Nala ist ein Mädchen quasi. Und dann 5 Monate, ne? Gerade gesagt, ja, 5 Monate, okay. Genau. Warum sind Sie hier mit so einem jungen Hund? Was ist die Idee? Die Idee ist, dass der Hund freilaufen kann und dass er mit vielen Hunden in Kontakt kommt und sich sozialisieren kann. Ja. Weil das so wichtig finde, absolut, dass die untereinander, ja, lernen, wie sie miteinander umgehen können. Und ich denke auch, dass das Verhalten Mensch gar nicht dem Hund beibringen kann. Oder wie, ja, okay, doll, was mache ich, wie, ja, ja, wo ist die Grenze. Auch üben, ran drauf. Also in der Stadt, wenn man jemanden alleine hat, ist einfach furchtbar. Ja. Ja. Und ist das der erste Hund? Nee, ich hatte vor 10 Jahren schon mal einen, aber jetzt lange. Ja, ja, nicht, genau. Sozusagen. Okay. Jetzt heute das erste Mal hier? Nee. Nein, schon öfters, jeden zweiten, ja, Tag. Ja. Und wie ist so bis jetzt die Erfahrung hier? Super. Super? Ja, ja, total nett. Also am Wochenende ist schon echt voll. Ja. Das haben wir vorhin schon mal gehört, das Wochenende, also richtig was los. Berlin tummelt sich hier. Ja, ja, okay. Muss man sehen, ob man das mag oder nicht. Ja. Und wie der Hund damit klarkommt, ob es zu stressig ist, ja, oder nicht. Cool. Und schon mal irgendwie was Blödes erlebt hier? Gar nicht. Also noch gar nicht. Und ich bin echt oft hier. Jetzt lass uns einfach mal so ein kurzes Abschlussfazit ziehen. Natürlich haben wir mit Menschen gesprochen, die hier sind und scheinbar echt immer positive Erfahrungen gemacht haben. Aber es wird ja auch andere Menschen geben, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr herkommen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deswegen hoffe ich, dass ihr natürlich hier einen Kommentar da lasst. Ich selbst persönlich und wir als Team hier auch finden die Gesamtkonstellation hier mit dem Wasser, mit den Ausweichmöglichkeiten, mit den vielen Menschen und Hunden, die alle einigermaßen sehr gut sozialisiert sind, echt toll. Also ich finde, es macht Spaß, ich würde ja öfters auch wieder hergehen. Natürlich muss man immer gucken, okay, wenn da jemand hier mit Spielzeug und so rumschmeißt und so weiter, da kann man ja auch einfach weitergehen. Ne, man muss ja da nicht stehen bleiben. Mein Fazit ist hier sehr, sehr positiv. Ich glaube, dass Hunde hier wirklich mit Artgenossen ihre Sozialisierung wirklich gut machen können. Sie werden stressige Situationen erleben, dynamische Situationen. Sie werden spielen können, sie werden einfach nur, ja, Zeit mit Hunden verbringen können. Und ich glaube auch, dass das hier ein positiver Ort ist, wo man hingehen kann. Natürlich muss man, wie ich zum Anfang gesagt habe, einige Grundvoraussetzungen haben und genau wissen, was will ich hier eigentlich und eignet mein Hund sich dafür. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an der Stelle. Lasst ein Like da, abonniert vor allem unseren Kanal. Schreibt, wie gesagt, einen Kommentar drunter, wenn euch solche Videos gefallen, ihr auch etwas mitnehmen könnt. Projekt Mission Hunde besser verstehen. Vielen Dank, euer Steve. Ciao.